Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mod-Review hier auf meinem Kanal. Wie gesagt, das sage ich da bei jedem Video. Nicht wundern, wenn ihr andere Sachen seht, die hier nicht zum Mod gehören. Das ist ein Modpack, auf dem ich hier spiele, wo ich euch andere Mods noch zeigen werde. Aber heute beschäftigen wir uns nur mit dem Mod ChocoCraft. Diesen Mod kennen bestimmt einige, oder die Mod, aus Hexit. Ist ja sehr bekannt eigentlich. Und da gibt es diese Chocobos aus Final Fantasy. Und ja, das sind jetzt alle Chocobos, die es hier in diesem Mod gibt. Es gibt die gelben, grünen, blauen, pinken, dann die roten, die weißen, die schwarzen und den goldenen und dann noch die Höllen-Schokobos. Die gibt es, also die heißen lila Schokobos, sehen aber sehr unlila aus, wie ich finde. Und ja, die gibt es nur in der Hölle zu finden. Zu denen kommen wir später nochmal. Und generell die ihr finden werdet so in der Natur, sind diese gelben hier. Und wenn ihr dann die zähmt, das zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Könnt ihr die dann weiter fortpflanzen, da kommt dann ein grünes oder ein weißes raus. Wenn ihr die wieder zähmt, kommt dann ein blaues raus. Und so könnt ihr dann euch hochzüchten bis zu dem goldenen Schokobo. Die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel das goldene Schokobo ist das stärkste. Also von dem normalen, wenn ihr da das gezähmt habt, könnt ihr mit rumfliegen. Und ja, das könnt ihr natürlich dann alles selbst euch angucken. Die roten oder pinken, das ist nochmal spezielle Schokobos. Die bekommt ihr nur mit speziellen Güsal. Was ist Güsal? Güsal ist diese Pflanze hier, die werdet ihr so in der Natur finden zum Abbauen, das sieht dann so aus, so, das wird dann immer so, ja, von 3er, 4er Blöcken, also wird das kommen, so dass dann so 3, 4 Stück immer beisammen sind, und die baut ihr einfach ab, dann kriegt ihr so ein ganz normales Güsal raus, dann könnt ihr zu Schokobos gehen, Pressklick drauf machen, manchmal braucht man mehr, manchmal weniger, bis dann Herzen kommen, und dann hat man die gezähmt, das sieht man so einem kleinen Bändchen hier und dann an den Herzen, so, dann, es gibt männliche und weibliche. Die männlichen sind immer die schöneren, so wie das in der Natur von den Tieren ist. Zum Beispiel diese männlichen haben jetzt hier so diese Regenbogenhaare und die weiblichen halt nicht. Wenn ihr dann so männlich und weiblich habt, könnt ihr dann das nächste Güsal nehmen, zum Beispiel Lavli-Güsal bzw. Golden-Güsal. Ja, mit Lavli-Güsal könnt ihr die jetzt weiter hier rechtsklicken und dann habt ihr gesehen, hier kommt ein Blaues raus. Bei Golden Güsal ist die Chance einfach wahrscheinlicher, dass ein besseres Schokobo rauskommt, statt nicht dasselbe. Es hätte es auch sein können, wenn bei Lovely Güsal, dass ich einfach den beiden das gebe und dass wieder ein gelbes rauskommt. Also ist Golden Güsal immer am effektivsten, so um die zu züchten. Außerdem, wenn die Leben verlieren, könnt ihr auch mit Güsal wieder das Leben auffüllen. So. Ja, das war so das Grobe, was man zu den Schokobos sagen kann. Noch zu den Höllen-Schokobos. Es hieß, oder generell im Internet, wenn ihr euch ein bisschen informiert, heißt es immer, dass man die nicht züchten kann. Das stimmt nicht so ganz, die könnt ihr züchten. Es ist nur selten, dass es männlich und weibliche gibt. Da müsst ihr einfach mit Golden Güsal den beiden das geben. Oh, warte, ich muss die erstmal zähmen. Das ist immer wichtig, bevor ihr welche züchten könnt, müsst ihr die erstmal zähmen. So. Und dann gibt es kein Baby Chocobo, ihr seht schon, sondern es gibt dann ein Purple Chocobo Egg. Das ist der einzige Unterschied zu den anderen. Da, der gesehen, kommt gleich das Kind. Und bei den Höllen-Schokobos kriegt ihr erst ein Ei. Und wenn das Ei dann rechtsklick macht, wie so ein Hühnerei, kommt dann auch ein Baby-Schokobo raus. Ja, die sind auf jeden Fall die seltensten. Die sind übrigens auch die stärksten. Sie können auch fliegen und sind gegen Lava-Resistenz. So, wie kann man jetzt mit denen fliegen? Dafür gibt es dann hier den Schokobo-Sattel. Den köftet man sich aus zwei Faden, Leder und einer Schokobo-Feder. Diese Schokobo-Federn, die droppen die ab und zu mal. Seht ihr hier? Ab und zu droppen die einfach und das kriegt ihr eigentlich relativ schnell. Das ist kein seltenes Item. Ja, außerdem könnt ihr natürlich auch Güsal anpflanzen mit diesen Güsal-Seeds hier. Die bekommt ihr, wenn ihr Gras abbaut, kriegt ihr Güsal-Seeds. Also wenn man Güsal abbaut, an sich nicht so viel, ich weiß. Außer vielleicht selbst angebautes Güsal, das kann sein. Ja, da könnt ihr einfach auch Güsel anbauen und so eine Farm für machen. Dann gibt es noch Stroh als Item. Das macht ihr einfach mit zwei Weizen. Habt ihr Stroh, das ist einfach so ein besserer Untergrund für Schokobos. Hat es keinen großen Nutzen so, aber an sich könnt ihr es einfach so machen für Schokobo-Farmen, dass sie da so auf Stroh rumlaufen. So, dann noch die praktischen Sachen. Den Sattel, den Backpack und den kleinen Backpack. Wenn ihr dann so ein Schokobo gezähmt habt, könnt ihr einfach den Backpack mit Rechtsklick drauf machen, erstmal einen Sattel. Da könnt ihr so ein Backpack dran machen und dann auch mit rumfliegen und was weiß ich. Also hier, ihr seht, könnt ihr ganz normal rumfliegen durch die Welt, euch alles angucken. Und ich kann es auch zeigen mit Lava, dass sie halt gegen Lava resistent sind. Deswegen sind die sehr praktisch in der Hölle. So, jetzt sitzt hier Lava. Und ihr seht,
Also, wir müssen auch nicht durch reingeben. So, Schokobo ist in der Lava drin, kriegt keinen Schaden. Andere Schokobos würden auf jeden Fall Schaden bekommen und sehr schnell sterben. So wie die normalen Spieler halt auch. Ja, so viel zu den Items. Dann gibt es noch den Güsalkuchen. Und das pinke und das rote Güsel habe ich ja gerade erwähnt. Wenn ihr dann, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die weißen miteinander paart. Und dann mit roten Güsal kommt so ein rotes raus und mit pinkem Güsal kommt ein pinkes raus. Ja, so viel zu dem Güsal. So, dann gibt es noch den Güsal Cake. Den craftet ihr euch so mit zwei Milch, zwei Güsal, zwei Zucker, ein Ei und zwei Weizen. Und dann könnt ihr folgendes machen: Ihr könnt einfach hingehen zu so einem kleinen Baby Schokobo und dann wächst es nämlich. Auch das müsst ihr vorher wieder zählen mit Güsal. Güsal Cake und zack, ist es gewachsen. Dafür ist einfach da, dass die Zucht schneller vorangeht. Dann gibt es noch Schokobo Rüstung. Die craftet ihr euch einfach aus den Schokobo-Federn. Und die ist fast so gut wie eine Eisenrüstung und besser als eine Goldrüstung, so könnt ihr die einschätzen. Die Chocobo Whistle, die ist schon im Spiel drin, bringt aber nichts. Das ist so eine Pfeife eigentlich. Aber sie hat einfach noch keinen Nutzen. Wahrscheinlich könnt ihr später damit irgendwie Chocobos zu euch rufen oder so. Nur funktioniert sie halt noch nicht. Dann gibt es noch die Raw Pickles. Die craftet ihr euch mit Güsal und Zucker. Und ist einfach was zum Essen. Und das ist so wie, keine Ahnung, Popcorn oder so, könnte man das vergleichen. Und wenn ihr Schokobos tötet, droppt das Schokobo Leg. Und das könnt ihr euch auch anbraten, sind so wie Hähnchenfleisch. Ja, das war es jetzt auch ganz grob und gesagt, ganz schnell alles in einem. Könnt ihr euch auf jeden Fall alles zusammenzüchten. Goldene und die Nether-Schokobos sind die wertvollsten, weil die die besten Effekte haben. Ich glaube, mit dem Blauen seid ihr schneller, mit dem Grünen könnt ihr höher über höhere Mauern springen und so. Könnt ihr auch alles nochmal auf der Webseite nachlesen. Ich will ja in diesem Mod-Review nur kurz das Mod erklären und so ein paar Sachen einfach zeigen, dass man so grob über den Mod Bescheid weiß. Falls ihr noch Fragen habt, dann noch irgendwie, könnt ihr sie mir auch gerne in den Kommentaren stellen. Und ja, wenn es euch dieser Mod-Review geholfen hat, würde ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Mod-Review wieder. Gut, das war jetzt sehr schnell alles dahingeredet. bis dahin, ciao. Euer Mr. B.